Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und die letzte Folge war ja die Halloween-Folge, die Halloween-Spezialfolge. Und nach so viel Schnetzelei, also so viel draufhauen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wieder ein bisschen was Sinnvolles machen. Und das kommt natürlich dann jetzt. So, das ist das Zeug, davon brauche ich ein paar. Machen wir ja erstmal eine Handvoll. Ach komm, ein Stack kann ruhig sein. Nicht ganz ein Stack. Den Rest wieder wegpacken. So. Aus diesen Steinstufen möchte ich hier erstmal noch ein so ein Stückchen machen. Dann kommt hier nämlich noch einmal so eine Pflanze hin. Das hier muss noch weg. Hier so ein Bäumchen kommt hier noch dran. Auch in diesem formschönen Topf. Und ja, jetzt muss ich da drin erstmal noch werkeln. Und zwar kommt schon mal der Mühlenstein rein. Und zwar genau 3 Blöcke weg. 1, 2, 3. Da so. Und ja, das alles. Alles weg. Alles weg. 5 müsste das ungefähr breit sein. Ja. Hier das noch. Alles weg. Alles weg. Also kann ich die Hälfte von dem Boden wieder wegreißen. Wunderbar. Genau das mögt ihr doch. Das habt ihr alle gern. So. 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 Und das auch. Und ich hoffe, ja, habe ich dabei. Ich bin gut vorbereitet, merke ich gerade. So, 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 so. Das ist nur, damit wir dann in die obere Ebene wieder hochkommen. Und damit ich jetzt hier nicht ganz so doll runterfall, mache ich hier schon mal ein paar Leitern dran. Und geschafft, ohne Fallschaden. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich muss mir dann nochmal gleich Leitern holen. So, aber bevor wir das machen, bevor wir uns Leitern holen. Ach halt, einen hätte ich noch behalten können. Einen muss ich nochmal hinmachen, nämlich hier so. Das ist nämlich der Eingang. Dann kommen hier 2 immer hin, immer wieder 2, immer 2, 2, 2. Auch wenn man sie da unter den Stellen nicht unbedingt sieht, das ist ja jetzt erstmal egal. Ich hoffe, ihr hört mein Klicken von der Maus nicht zu laut. So. Das sieht gut aus. Jetzt hole ich nochmal den Cleanstone, also den ganz normalen geschmolzenen Stein, den man aus dem Cobblestone schmilzt. Diesen hier. Fülle dann da die Lücke auf, dann brauche ich Zäune. Ach, mir ist übrigens aufgefallen, da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Habe ich wirklich falsch gemacht. Hä? Habe ich hier nicht schon... Das habe ich doch schon mal geändert gehabt. Oh, habe ich jetzt in der verkehrten Version angefangen? Aber wir haben noch unsere verzauberten. Nö. Oh, da ist irgendwas. Irgendwas ist da schief gelaufen. Eigentlich müsste doch hier oben haben wir doch. Ach, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich hab. In der Halloween-Folge habe ich ja mehrmals gesagt, die habe ich 2-mal gedreht. Und in dem ersten Teil, da habe ich nicht meine Rüstung und so weiter gecraftet, sondern. Ach, warte, wir machen erstmal auf Peaceful. Weil wir im Baumodus sind. Habe ich nicht meine Rüstung gemacht und auch nicht verzaubert, sondern habe da oben rumgebaut. Und dann habe ich da oben natürlich noch gefailt. Also das ist auch so, wie es da ist, erstmal noch falsch. Aber nicht ganz so falsch wie das, was ich da noch gebaut hatte. Okay, na das ist ja dann wunderbar. Da muss ich das nicht mal abändern, sondern... Also muss schon noch abändern, muss es aber nur noch teilweise abändern. Noch anpassen quasi. So. Das ist schön, da freue ich mich. Was hatte ich ganz anders im Kopf? So. Dann mache ich das schon mal drauf. Zack. Dann brauche ich Cobblestones. Davon habe ich ja einige, diese Pflastersteine. So, da müsste ich auch einen Haufen in den Kisten haben. Das hier brauche ich schon. Das brauche ich. Dann mache ich mir auch gleich mal noch Steinmauern. Warte mal, bevor ich das mache. Nee, habe ich nicht. Aber das Eisen muss ich mir mal noch mitnehmen, weil... Ach ja! Hihihi! Ja, habe ich halt mal geändert. Ich dachte, ich habe bei Porkshop Media gesehen, die haben ihr Symbol, also ihr Porkchop, haben die da quasi, das Schweinefleisch haben die da quasi auch auf ihrem Bett drauf. Und da dachte ich, komm, das musst du mal bringen. Ach, und Getreide habe ich auch geändert. Zeige ich euch nachher vielleicht noch. So. 16 Stück, das reicht vollkommen. Hiervon brauche ich noch ein paar davon, das reicht auch. Super.
Wir kommen richtig gut voran. Und es ist, glaube ich, auch nicht schlimm, dass es jetzt Nacht wird und dunkel ist und so weiter. Nö, das ist uns vollkommen egal, denn... Zack, zack, zack und zack. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, hätte ich das gar nicht unbedingt so machen müssen. Darunter die Steine austauschen. Nee, es ist gar nicht schlimm, denn wir haben ja Monster aus. Das Einzige ist vielleicht, dass es dann dunkler wird. Also dunkler wird und man schlechter sieht. Und eigentlich möchte ich nicht, dass ihr schlechter seht. Darum gehe ich dann doch mal schnell schlafen. Ja, ich spiele noch in der 1.6, weil, wie gesagt, Optifine und so weiter, bla bla bla. Ihr wisst, wie es ist. Optifine bei Crafting Terminal noch nicht raus ist. Und, ach, das läuft. Solange es läuft, läuft's, ne? Kann dann sein, dass es mal von heute auf morgen dann doch plötzlich passt. So, kann ich hier, kann ich das so mitspringen? Ne, das klappt leider nicht. Hüpf. So, 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Perfekt. Und 1, 2, 3. Und hier drüben natürlich auch noch. 1, 2 und 3. So, super. Dann gucke ich mal, wie weit ich jetzt hier hochkomme. Gar nicht weit. Gib mir die mal. Gib mir mal die Leiter. So. Dann mache ich nämlich die Leiter. Mache ich jetzt hier so dran. Kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Mache ich die halt von unten da so dran. So, und dann komme ich natürlich auch hoch. Wupp. Wunderbar. So, hier oben drauf. So, ein Block. Und da auch. Und jetzt... Skill. Oh. Doch nicht. So, jetzt kommen da solche schönen, formschönen Blöcke drauf. Und das ist dann für mich schon die Markierung, wie hoch das Ganze mal werden soll. Nämlich, das ist dann schon die erste Etagenhöhe. So, 1, 2, 3. Doch nichts mit Skill, Junge. Überhaupt gar nicht. So, und dann geht's da weiter. Mann! Ich vergesse immer, dass ich die oben dran setzen muss. Och, und jetzt habe ich auch noch den abgebaut. Weil meine Axt, nee, meine Spitzhacke so schnell abbaut. So. Und so. So. Und da oben. Immer auf die oberste Ecke ziehen, dann ist die auf Kopf. So. Und wenn man zu schräg steht, dann ist auch doof, weil dann wird das so eine nicht vollständige. Das gibt's auch alles. So. Aber damit haben wir das, was ich heute in der Mühle schaffen wollte, auch schon so weit zusammen. Das ist gut. Das ist gut. Wir sind richtig schnell. Wir sind richtig schnell. 8 Minuten. 8 Minuten und ich habe das, was ich in der Mühle machen wollte, schon fast fertig. Ich mache mal gleich den Boden hier noch rein. Kann zwar sein, dass ich da auch wieder die eine oder andere Kleinigkeit noch abbauen muss. Habe ich noch irgendwo Birkenholz herumlümmeln, weil dann hole ich mir das nämlich nachher noch. Und hier drauf kommt dann auch noch Zaun. Da gucke ich aber lieber erstmal in den Kisten, ob da noch was drin ist. Hier, das habe ich ja in der Halloween-Folge abgeerntet. Ach, das sieht geil aus, oder? Das Getreide. Mir gefällt das. Und besonders, schaut mal das an, das habe ich selbst aus dem gemacht. Pass mal auf hier, das hier. Das Weizen. Das ist das ganz oft aufeinander gelegt und dann so ein bisschen rumgeschnibbelt. Ich dachte halt, das könnte ganz gut aussehen. Vielleicht mache ich noch, dass das oben nicht ganz so glatt, also nicht ganz so wie so ein gerader Schnitt ist und unten so ein gerader Schnitt, sondern macht das halt, passt das vielleicht noch ein bisschen an, vielleicht aber nicht, je nachdem, wie ich da lustig bin. Da sieht man es ja auch. So, Workshop. Was wollte ich mitnehmen? Birkenholz? Noch was? Oder will ich da gleich halbes? Nee, halbes mache ich da nicht. Nee, was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Irgendwas wollte ich doch noch mit. Ach, hier hätten wir übrigens auch noch Zäune gehabt. Und ich muss das auch noch pflanzen wieder. So. Ich gucke. Ach, ich wollte euch noch was zeigen vorher noch. Oh. Wer hat sich erschreckt bei der Folge? Wer hat sich erschreckt, als das da kam? Ich hoffe, der eine oder andere hat einen schönen
Infarkt bekommen. So. So habe ich das noch. Das ist aus einer bestehenden Textur und ich habe es noch ein bisschen bearbeitet. Aus einer bestehenden Textur, aus einem Texture Pack. Allerdings passt die gelbe Wolle da nicht ganz so dazu. Jetzt kann ich überlegen, will ich den gelben Wolleblock quasi diese Textur hier geben, damit man das so hinlegen kann? Oder soll es weg? Weiß ich noch nicht. Bin ich noch am überlegen, weil ich möchte eigentlich auch, dass die Wolle einheitlich schön zusammenpasst. Weil ja doch recht viele Server und so weiter alles aus Wolle bauen. Zumindest die Lobbys. Ach, ich wollte gucken nach Zäunen. Ha, ich hab's nicht vergessen. Haben aber keine mehr. Schlecht. Keinen einzigen Zaun. Wo haben wir wenigstens noch anderes Birkenholz? Noch richtige Birkenholzstämme? Nee. Okay, aber wisst ihr, worauf ich mich schon freue? Bei der 1.7 gibt's ja wieder zwei neue Holzsorten. Und neues Holz, neue Textur, neue und alles wieder schön mit eingebaut. Und ach, da freue ich mich schon drauf. So, jetzt habe ich hier ein... Ist ja seltsam. Seltsam. Wunderschön. Oh, meine Rosen. Ich muss mir das dann noch überlegen, ob ich dann diese Textur lasse, weil Mohn ist es ja eigentlich nicht, ne? Oder ob wir uns von dieser Textur verabschieden müssen. Weil in der neuen Version gibt es ja Rosenbüschel und halt Mohn als Pflanze. Und Mohn ist es ja theoretisch nicht, aber eigentlich möchte ich das behalten. Klar, da. Das ist doch vollkommen wurscht. So. Gehen wir hier mal rein. Gehen wir hier mal hoch. Und dann setze ich hier, glaube ich, erstmal überall den Boden. So. Du gehörst da nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich höre den Ingame-Sound gar nicht. Ich hoffe, der ist da. Mach mal bei mir ein bisschen lauter. So. Ja, doch, der ist da. Ist da. Ich habe ihn bloß sehr leise gehabt, weil ich gerade halt bei gerade so Server-Sachen und sowas, dann sind die manchmal so laut, die Geräusche. Ich habe gerade mit Robert ein paar Minigames aufgenommen und das ist dann halt echt nervig. Das macht dann auch keinen Spaß, das dann so leise zu drehen, dann hört man wieder gar nichts und so weiter. Da passe ich das lieber mal gleich an. Und ja, so, jetzt höre ich aber den Sound wieder. So. Ups. So, und einmal, nicht einmal bis rum, schaffe ich nicht einmal bis rum, das ist ja, doch, ich habe ja noch Holz dabei. So, dann habe ich jetzt noch genau ein Birkenholz über, oder? Nein. Achso, ich doch eins, nein, so, zack, und fertig, und bumm, zack. So, dann gehen wir mal noch an den Crafting Table, mache ich mir noch ein, zwei Zäune, so dass ich das schon mal bis da hoch ziehe. Und ich glaube, ich kann dann auch schon mal noch die erste... Ach komm, wir machen bei der Mühle mal gleich noch ein Stückchen weiter. Auch wenn ich mir das jetzt hier nicht nochmal genau aufgeschrieben habe, wie das dann auszusehen hat. Ich glaube, ich habe das noch im Kopf.